Hallihallo, hier ist wieder mal die Heißluftfee. Und heute möchte ich gern einen schnellen, einfachen Apfelkuchen machen. Äpfel zum Wochenende lecker, lecker. Und ich fange an mit 2 Eiern und 100 Gramm Zucker, die ich ordentlich schaumig schlage. Ich habe mir hier auch schon eine Springform, tata, auch ich lerne dazu, sogar mit Backpapier hingelegt. Und die schneide ich mir jetzt auf die Springform zu und fange einfach mal an. So, das ist jetzt schön schaumig geworden. Da tropft es gerade hin. Ich nehme jetzt Butter und zwar 70 Gramm. Die habe ich mir hier schon reingemacht. Und dazu 50 Milliliter Milch. Die schütte ich jetzt dazu und mache sie so ein bisschen warm, dass die Butter schmilzen kann. Die stelle ich ganz kurz in die Mikro und gebe sie dann warm mit hier rein in den Teig und rühre das unter. So sieht das jetzt aus. Die Milch mit der Butter. Ja, das ist schön flüssig geworden. Und das kann man jetzt schön rührend in den Teig hier mit reingeben. Das ist jetzt alles hier drinnen. Und jetzt kommen 2 Teelöffel Backpulver und 150 Gramm Mehl. Ganz langsam mit dazu. So, das Mehl ist da jetzt ganz mit drinnen, auch das Backpulver. Und das war's mit dem Teig jetzt auch schon. Ich rühre noch einen kleinen Moment und gieße das dann hier rein. Ihr Lieben, ihr Lieben, ich habe da jetzt noch 2 Tröpfchen Bittermandelaroma dazu gegeben, mit in den Teig reingerührt. Dann schmeckt das so ein bisschen marzipanig. Ich mag das ganz gern und habe mir jetzt hier einen Apfel schon geschält. Und ihn ja, zerteilt mit dem Zerteiler, aber macht ihn gleich noch ein bisschen kleiner, schnippel da jetzt die ganzen Apfelstücken einfach ganz locker in diesen Teig rein. So, ich glaube, dieser eine Apfel, der reicht schon. Schaut mal. Ich habe versucht, das gut zu verteilen. Und ich habe eigentlich sonst die doppelte Menge für ein Backblech. Hab da natürlich 2, 3, 4 Äpfel manchmal. Jetzt habe ich die ganz klein geschnibbelt und da einfach reinfallen lassen. Und im Backofen brauche ich für das ganze Blech 30 Minuten und 200 Grad. Ich würde jetzt erstmal eine Viertelstunde machen, 15 Minuten. Und ich würde es gern auf 170 nur machen, damit mir das nicht verbrennt. Und dann können wir ja immer noch mal schauen. Wollen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen? Ich stelle das gleich schon mal rein und hole euch gleich noch mal dazu. Muss auch, glaube ich, noch mal ein bisschen aufräumen hier. So, er steht jetzt hier drin, der Kuchen, und ich schieb ihn mal da rein. Und was haben wir gesagt? 170 möchte ich gerne. Und ruhig 15 Minuten. Gut. Er heizt erstmal wieder vor, oder sie, unsere Prinzessin. Und dabei zählt die Zeit noch nicht runter. Das fängt erst an, wenn er gepiepst hat, das heißt, er auf Temperatur ist. Und sollte ich zwischendurch mal reingucken, nehme ich euch dazu, dass ihr schauen könnt, wie sich dieser Kuchen entwickelt. Wichtig ist auch, dass die Springform unten ziemlich dicht ist oder gut dicht ist, nicht nur ziemlich. Denn dieser Teig ist noch recht flüssig. Durch diese warme Butter mit der Milch ist das nicht wirklich ein ganz fester Teig. So, ihr Lieben, dann bis gleich. Es hat gepiept. Die 15 Minuten sind um. Und wir wollen doch mal gucken. Das sieht ja soweit ganz gut aus. Oder was meint ihr? Ich mache gleich mal die Stöckchenprobe. Jetzt muss ich natürlich erstmal ein Stöckchen suchen, Stäbchenprobe und hole euch gleich dazu. So, ihr Lieben, ich habe mir jetzt ein schönes Apfelkuchenstück aufgetan. Wie ihr seht, habe ich den hier herausgeschnitten. Man sieht auch die Apfelstücken so ein bisschen mit ein bisschen Sahne. Lecker, lecker, lecker. Bisschen Zimt und Zucker obendrauf gemacht. Und wir lassen uns das jetzt schmecken. Mein Mann nimmt sich noch eine Eiskugel dazu. Die Kinder bestimmt auch. Und ich
werde das mal so ein bisschen lecker, 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 ihr Lieben. Lecker, 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 die Heißluftfee.